Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV, kurz nach 11 Uhr. Wir wollen heute auf den DAX schauen, natürlich wieder am Vormittag, um zu sehen, wie es denn hier nach der Eröffnung weiterging. Und der Preis, der Kurs zeigt nach oben. Wir haben die Marke von 11.400 überwunden. Dazu jetzt direkt mal in den Stundenchart. Und da sehen wir hier die Tendenz. Ausbruch erfolgte gestern tatsächlich direkt über diese obere deckelnde Trendlinie. Dann hier seitwärts Oszillation, auch im Zuge der schwachen US-Märkte. Dann hier asiatischer Handel in der 24-Stunden-Indikation. Nichts Weltbewegendes, aber wir haben die Marke von 11.400 eben verteidigt. Das ist ganz wichtig. Und auch ein wichtiges Level, welches wir uns jetzt einfach mal hier nochmal selektiv hervorheben, hier im Stundenchart-Intervall. Gegebenenfalls schalten wir am Nachmittag nämlich nochmal auf den DAX, um hier die Beschau zu vollziehen. Das ist also jetzt hier F4, wie gesagt, ein wichtiges Support-Level. DAX hier kurz vorm Tageshoch. Rücksetzer als Pullback Richtung F3 blieben aus. Und jetzt ist die Frage eben die, wie geht's weiter? Ja, unmittelbare Anstiegschancen, Aufstiegschancen in Richtung F5 sind zu erwarten, gerade mit dem aktuellen starken Momentum. Also gute 45 Punkte nach oben sollte es in jedem Falle noch gehen, bevor dann hier eine leichte Konsolidierung stattfinden kann, die dann hier zunächst als Pullback möglicherweise hier auf dieses Widerstandslevel um 11.440 stößt. Das machen wir mal direkt rund. Also jetzt Unterstützungslevel. Das könnte hier dann sozusagen eine kleine Pullback-Zone sein. Aber den Chart ein bisschen größer, damit Sie es deutlicher sehen. So wäre das IMO hier der mögliche Verlauf, um dann hier von diesem Level aus die 11.5 gegebenenfalls zu attackieren und dann auch durchzubrechen. Größere Rücksätze wären meines Erachtens jetzt erst wieder möglich, wenn die Marke von 11.400 Punkten unterschritten wird. Gerade per Stundenschlusspreis. Sie sehen hier die Preise der letzten Stunden bis in den gestrigen Handelstag. Dann könnte man davon ausgehen, dass hier nochmal 11.280, 11.300 angelaufen wird. Doch das wäre jetzt hier aufgrund des aktuellen Momentums nur in Anführungszeichen Plan B. Der Tag selber allerdings heute hier ein schwacher Tag. Die regelmäßigen Zuschauer wissen das. Sie kennen die Statistik schon in Anführungszeichen sicher gut. Dienstag 42%, genau wie Freitag, eher schwache Handelstage. Der Donnerstag hierbei insbesondere sehr starker. Das kann man sich schon mal sozusagen notieren. Muss natürlich nicht heißen, dass der Markt heute hier einen Verlust vollzieht. Danach sieht es ja aktuell gar nicht aus. Aber rein statistisch eben mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen, der Dienstag eher ein schwacher Tag. Dennoch hier unter charttechnischen Gesichtspunkten Ausbruchsambitionen. Der Markt scheint weiter heiß auf Zugewinne, auf weitere Zugewinne. Und da kommen wir jetzt hier auch direkt mal zum Tageschart, der hier die Situation noch ein Stück weit mehr kristallisiert. Wir sind also jetzt hier über die 11.4 rausgebrochen. Wichtiges Level, sollten wir nicht mehr drunter gehen. Und was wir aber jetzt sehen, ist hier diese blaue Tendenz von gestern. Jawohl, hier Touch in Richtung 11.500 knapp. Dann nochmal Rücksetzer 11.4, 11.350 und dann kann es hochgehen. Das wäre die Option, die hier im Sinne dieser Trendlinie passieren könnte. Aber wohl bemerkt, der kann auch direkt rausziehen. Und das heißt, wenn wir über 11.500 Punkten schließen sollten, dann wäre das per se ein bullisches Signal, was direkt weiter rauf in Richtung dieser Widerstandszone um 11.700, 11.680 Punkten führen dürfen. Das ist hier mal sozusagen die Parade. Disziplin, die der DAX hier aufweist, die er hier vollziehen könnte. Gehen wir dazu noch mal kurz in den Intraday-Chart. 24-Stunden-Indikation, machen das Bild groß. 15-Minuten-Chart. Hier jetzt am Vortageshoch gescheitert. Das ist ganz interessant. Hier am Vortageshoch vom Nachmittag. Ja, ganz, ganz wichtig. Ergo, wenn der DAX hier rauszieht über das Vortageshoch, 11.465, darf man intraday davon ausgehen, dass hier eben die Marke von 11.500 und gegebenenfalls, da kommen wir auf den gestrichelten Pfeil vom Tageschart, hier Niveaus in Richtung 11.536 möglich wären. Also hier direkt raus 11.500 und dann gegebenenfalls 11.536 ist hier ein präferiertes Szenario. Nochmal ein Rücklauf an das Vortageshoch kann es dann geben bei Ausbruch, aber die Situation hier per se beim DAX weiter bullisch und hier auf das Vortageshoch achten, rein von der Range 11.536 scheint möglich. Nach unten, wie gesagt, darf man davon ausgehen, wenn die Marke von 11.4 deutlich unterschritten wird, dass es nochmal an 11.300, 11.350 kommt. Das wäre aber, wie gesagt, aktuell nicht das präferierte Szenario. Der DAX also soweit weiter im Aufwind und hier mit der Chance, eine weitere Performance zu erzielen. Obgleich, Obacht geben, eben August und September statistisch schwache Monate sind, von der Saisonalität her.
Und das will ich nicht vorenthalten. Wie gesagt, das sieht hier nicht gut aus. Und aufgrund der bisherigen Jahresperformance, ja, muss man mal sehen, was der DAX da noch aufwartet im August, September. Definitiv aber Monate, die bekannt sind für starke Volatilitätsschübe und das eben vornehmlich in Richtung Süden. Warten wir ab, was passiert. Ich sage erstmal bis später, meine lieben Zuschauer, und wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Wir hören uns, wenn Sie mögen, eben dann zu gegebener Zeit wieder. Wir schalten das im Stream wieder auf. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen sonnigen Tag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.